Ja, hallo ihr Schlingel, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren der Inquisitor Prophecy. Beim letzten Mal habe ich euch ja schon einen kurzen Einblick gegeben mit dem Mechanikus-Typen. Ich wollte ja hier jetzt kein neues Game wirklich anfangen oder so eine Art Walkthrough, Genauso. Let's Play, was auch immer machen. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte zumindest nochmal Charakter switchen und mit einem der anderen zocken, damit ihr mal seht, wie das ist. Vielleicht fangen wir aber tatsächlich, mache ich mir mal hier einen neuen Charakter. Bei Switch war das jetzt, glaube ich, ne? Create Character, weil Crusader habe ich noch nicht. So, und welcher sieht hier am geilsten aus? Assault, Tactical oder Heavy Gunner? Ja, nehmen wir natürlich Assault, weil dann können wir schön da reingehen und alle kaputt machen. So sieht er fast aus wie so ein Kreuzritter als Inquisitionsgefolge. Aber man kann ihm hinterher hier hinten auch noch so einen Raketenwerfer verpassen und alle möglichen Sachen. Man sieht hier auch immer, also das ist der generelle Background für Crusader und das hier ist, was jetzt an ihm halt geiler ist. Oder was er halt kann im Vergleich zu zum Beispiel dem hier. Der hat Laserpistole und Autogun, also links, rechts eine Knarre, ist natürlich auch ziemlich geil. Und irgend so eine geile Power-Rüstung. Er hier hat Shotgun und Laserpistole, also so eine sowas halt, wie er auch in der Hand hat, so eine zweihändig geführte normale Waffe. Richtig fette Panzerung, genau, und er hat die Raketen. Ja, und er hier hat halt Energieschwert, Großschwert, also zweihändig und Unterdrückungsschild, also hier so ein, das ist das Schild, was den Kreuzrittern auch im 40k-Spiel immer den geilen Retter gegeben hat, weswegen man die ja in der Inquisitionstruppe oder in dem Gefolge immer mitgenommen hat, nach vorne gestellt, damit man immer ein paar Dreier-Retter hat. Ja, okay, und wir haben halt, oh geil, wir haben ein Jump-Pack in der Assault-Armor, Alter, ja, okay, dann nehmen wir den mal. Das ist Inquisitor Lurch. Und ich würde sagen, direkt mal Create und Play. Ich habe jetzt nicht auf Story Mode geklickt. Aber wir können uns das ja trotzdem mal eben angucken hier. Inquisitor's log. Classified report. Scheduled for later transmission. I am closing on the source of the inquisitorial distress signal I was assigned to investigate. The coordinates I received from the Caligari Conclave led me to a desolate system. There were many delays during the journey. The intensity of the Caligari warp surges is beyond anything I've experienced. These anomalies are spreading through the subsector like a tidal wave. The distress signal has an ancient encryption used by the Holy Orders. It is authentic, but extremely old. The signal is coming from a battered fortress monastery that was likely spat from the warp when the tide of the surges swept through the sector. There is no response to our hailing signals. Inquisitor, this is your captain speaking. I'm still trying to hail the monastery, but I get no response. The hull looks intact, though. I think it was simply abandoned a very long time ago. Then what do you expect to find over there? Something that once belonged to the Inquisition. And lots of empty halls. Sounds exciting. I've instructed your pilot to land on the hangar deck. Stand by and wait for my signal. Inquisitor, the automatic defense system has been activated. The turrets are attacking you. Do you... Ja, Alter, und direkt geht's los. Mega geil. Also ich meine, einen besseren Ausgangspunkt für eine Inquisitionsstory kann es doch gar nicht geben, oder? Das verschollene Raumschiff mit einem uralten Inquisitionssignal, aber noch authentisch, aus dem Warp Captain, quasi. do you copy?
Und wir jetzt hier rüber, um das alles zu untersuchen. Und irgendwie, eigentlich soll das Ding ja leer sein und hier soll ja nichts sein. Weil von außen alles toll ist und so. Ja, und jetzt habt ihr ja gesehen. Die Valkyrie hier ist direkt abgeschossen worden. Alle tot. Aber ich natürlich nicht, weil ich halt so ein geiler Typ hier bin. Alter, sieht der geil aus. I suspect that the automatic weapon systems were activated, but I don't yet know why. The transport has been destroyed along with my equipment. My pilot is dead. I will pray for him later. Interesting. Mindless servitors were created for menial tasks, but having a flesh drone just for operating the door seems excessive. Open the door. Nice, er muss der Inquisitionsstimme natürlich Folge leisten, aber ist das nicht mega? Ja, das ist absolut mega. Das ist jetzt hier noch so ein bisschen der Tutorial-Modus, ist aber nicht so schlimm. Machen wir einfach mal ein bisschen. Ich kann jetzt auch noch nicht schießen und nix. Ancient Cogitator. Let's see if the tech prayers still hold. It might have information about this place. Das ist was man in dem Spiel immer wieder macht, also hier auf diese Kogitatoren zugreifen und gucken, was jetzt eigentlich hier genau dahinter steckt und was die Story ist. Ich will da jetzt auch mal nichts spoilern großartig, also ich will nicht viel erzählen. At least I found some interesting diagnostics. I should check all the cogitators on the ship for other details. Nur so viel, dieses Schiff hier ist riesig und das entry. I found some human remains. The time of death seems recent. I don't like the look of the marks on the bodies. Something killed them with mindless brutality. Ich will hier nicht immer reinlabern. Ja, nur so viel. Das hier ist der Inhalt quasi vom Grundspiel, also von Inquisitor Martyr. Und die Martyr ist halt das Schiff, was man. The perfect weapon to deliver the Emperor's justice. Okay, ich kann zwei so verschiedene Schwünge hier machen. Was ist die 1? Ah, blocken. Geil. Und auf 2. Oh, mega. Ja, Junge, dann würde ich doch mal sagen, Vollgas. Creature of Chaos. Can you withstand my faith? Ancient Imperial ship infested by chaos. So be it. Let's cleanse the taint then. Oh ja, das ist ja noch viel geiler. Dann haben wir auch wieder ein paar Specials. Entry. I have found a room tainted by the filth of chaos. There is also a tech priest maintenance shrine with a functioning cogitator. It could contain information on how I could turn off the vox jammer. Zack, 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 zack. Ah, Martyr. Mhm. Ja, ne? Also dieses Schiff ist halt die Martyr. There is an emergency cogitator nearby where I could turn off the jamming signals. Open the door. It is in the walls now. Everywhere. Taint. In the machines. By the Emperor. What foul abomination is this? A talking servitor. It might be mind-locked, but this is still unusual. Met heretics. It is time for you to die. Bam. Also
das wirkt ja alles super leicht hier. Ich meine, ist ja auch alles noch Tutorial. Aber, ja, das ist ja hier richtig easy. Also mit den Waffen. Finally, that's the cogitator that will disable the jammer. I couldn't turn off the teleportation jammer, but the Vox should be fine now. Captain Van Winter, can you hear me? Inquisitor, finally. I thought we'd lost you. It would have been quite convenient for you, I suppose. Trust me, I'm on your side. I'm not saying I don't want my ship back, but who would clear my name if you died in battle? Your loyalty is quite admirable, Captain. Ne, wie die Inquisition das macht, das Vogue-Trader-Schiff einfach mal konfisziert, also einfach unter meine Kontrolle gebracht. So, ja, hier, ich brauche das jetzt. So macht man das halt als Inquisitor. So, die ersten Rewards, erste Level-Up. Wie gesagt, das ist quasi jetzt hier alles einfach nur, man hat jetzt, ja, seht ihr ja auch noch nicht den Brückenmodus und so, ich kann hier noch nichts machen. Geht einfach direkt weiter, aber ich meine, ich bin ja auch noch auf dem Schiff, also ich kann ja jetzt noch nichts machen. Ihr habt das gehört, Funkverbindung besteht wieder, ich kann aber nicht teleportiert werden. Our augurs have picked up a Vox signal not far from your location. It is transmitting on an Imperial channel. It could be important. I'm on my way there. Okay, mal gucken. Also ich finde hier dieses Großschwert zwar eigentlich geiler, aber wir gehen erstmal mit Schild und Schwert. New Tutorial. Ah, geil. Jetzt kann ich meine Rüstung nämlich einsetzen. Okay, und das ist meine Spezialfähigkeit mit 4. Knockdown, Knockback, Demolisher. Ah, okay, rechts stehen die Sachen. Extreme Damage to Cover. Ja, aber ich kann den nicht richtig, also ich kann nicht richtig weit springen. Alter, ist das krass, aber mitten rein. Das war mit dem Ezra Walker auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ich meine, deswegen, man hat am Anfang, als das Game neu war, immer nur gesehen, dass die Leute vor allem hier diesen Crusader zocken. Mein sieht ja auch eigentlich mit am geilsten aus. What have you found down there, Inquisitor? Some unlucky members of an Imperial retinue. This is a shrine dedicated to the ruinous powers. Somebody really wants his dark wishes to be fulfilled. In other words, there's something on that ship that requires human sacrifice. Wonderful. Die ganzen Heretiker und Ketzer. Muss ich alle wegmachen, Junge. Ja, also es scheint, als wäre das nicht so ein echtes Sprungmodul, sondern wirklich eher sowas wie so ein Mikro-Jump. Aber immerhin, er springt da drauf. Bam! Macht direkt alle platt. Das macht schon Bock. Warum ist das hier so beleuchtet? Gibt's aber nichts Besonderes. Okay, jetzt wieder ein Cogitator. Ah. Ja, was sich da wohl noch hinter verbirgt, also der Maschinengeist. Granaten. Enemies of the Emperor, I'll blast you to smithereens. A proper welcome committee at last. Alter, die sehen schon geil aus, oder? Also das genauso als Minis wäre schon fett. Dieser Jump, das ist schon geil. I found a corpse of an Imperial soldier. I'll take his data slate. It could contain a recording that could shed some light on what happened here. Hier, der tapfere Imp. Tja. Sah ja verdächtig aus wie eine Hellbrut. Sehr geil. Yeah.
found the body of a fallen Adeptus Astartes. What? Did you just say that there was a dead space marine down there? He must have been a member of that unlucky Imperial reconnaissance team I found. Allow me to clarify that. You only found pieces of them. So it'll be just you against something that tore apart one of the mightiest champions of the Imperium. Don't jump to conclusions just yet, Captain. It could easily be more than one creature. So, jetzt sieht er das so langsam, also das Equipment vervollständigt sich jetzt hier erstmal. Come at me, creatures! Come at me! Poweraufladung von dem Schild ist schon ziemlich geil. Eine weitere Leiche. Team Sigma, this is Chaos Thorn speaking. Team Sigma, come in. I'm afraid Team Sigma won't be responding anytime soon. What? Who are you and what are you doing there? Taking a stroll on the decks? By the Emperor! Mind your manners. I am an Inquisitor and I don't tolerate... An Inquisitor? About bloody time. I thought your lot had followed Lord Klosterheim into the Dark Zone. Listen, we're under heavy attack in the control room, so I'd appreciate it if you could join us while we deliver the Emperor's will until our most triumphant death. Thorn out. Nice. Also, up to the Space Marines. I established connection with someone from an Imperial expedition on the ship, but he is clearly confusing me with someone else. Ja, also er hat offensichtlich irgendeinen Inquisitor erwartet. Sehr geil. Aber wohl nicht uns. Tja, und da gucken wir doch mal direkt weiter rein, Junge. Ich will die Space Marines sehen. Sehr geil schon, ihr habt das gerade gesehen, wo der am Boden lag. Viel größer als ein normaler imperialer Soldat, so wie das halt auch sein muss. It's Thorn again. Another wave of filth is on its way to face me in a glorious carnage. I want your help as soon as possible. Careful, Thorn. That was dangerously close to insolence. And you are definitely confusing me with someone else. You are an Inquisitor, which is enough for me right now. The whole deck is swarming with the local mongrel tribes, and they've sent their champions to rally the troops. So you're heading to the control room to disable the jammer? That's the plan, yes. And who is this Caius Thorn, exactly? Quite a character. Otherwise, I have no idea. He seems to think that I am a member of his mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other void craft in the vicinity. I've eliminated the first tribal champion. I wonder if these mongrel tribes are the descendants of the original inhabitants. I guess I'll know more soon. Mal kurz gucken mit der Map. Genau, wir müssen eher da oben hin. Ich hoffe mal, das Sprungmodul gibt es hinterher noch in ein bisschen geiler. Okay, der Marine hatte doch gesagt, naja, man kann übrigens die Clues auch immer lesen, aber der Marine hatte doch gesagt, die Chaos-Champions sammeln sich, um ihn dann anzugreifen, deswegen will er jetzt schnell Unterstützung. Aber so wie es aussieht, müssen wir jetzt erstmal hier, das Ding, lädt wieder auf, sehr schön. Nee, aber wir müssen jetzt erstmal die Chaos-Champions killen irgendwie. Der Spawn ist ja an den Playgroup mega.
Thorn here. How are you faring, Inquisitor? Considering that I'm alone, I'd say that I'm making adequate progress. Alone? Where's the rest of your detachment? Under some smoldering wreckage. Well, that's unlucky. But that's all the more demons for us to kill. Let us rejoice in the furious challenge. Thorn out. Sehr geil. Hier haben wir jetzt eine Sentinel Armor. Natürlich auch sehr geil aussieht. Aber dadurch habe ich den Sprung nicht mehr. Kann ich wahrscheinlich noch so einen Sturm hinstellen. Turm hinstellen. Shotgun habe ich auch. Aber nee, wir bleiben bei Assault Armor natürlich. So. Man kann auch übrigens, wenn man hier Set 2, da kann man auch die Signums nochmal separat ausrüsten und so. Ja, aber das ist hier im Moment alles noch, keine Ahnung. Ich rüste jetzt mal hier zwar die besseren Sachen aus. Chainsword statt einem Powersword. Mastercrafted Chainsword. Okay, nehmen wir mal Kettenschwert, Junge. Schild ist vielleicht besser als unseres. Geil. Kann er richtig sägen. Hier sägen. The filth of chaos has retreated from my door. Regrouping, I'd say. I take it you killed the tribal champions. Yes, I purged the place. How ambitious! I like that. But believe me, there is still much work to be done. You'll find a desecrated shrine next door that leads to the control room. Go there. Okay, wir haben alle Chaos Champions weggemacht und ja, jetzt geht's zu dem Space Marine, wa? Wahrscheinlich in der nächsten Mission. Ja, komm, machen wir die auch noch kaputt hier. Ist echt krass, der hält das Kettenschwert da rein und sägt halt. So ein bisschen Doom-Style, sehr schön. I've reached the end of this subdeck. Good. There is the exit. Some of my men will meet you on the other side, but plenty of them have been captured. I'll need your help to set them free. So, jetzt aber Space Marines. Level 3. Ich gucke noch in keinster Weise hier irgendwie nach Perks und irgendwas. Kann auch sein, dass das erst gleich freigeschaltet wird, wenn wir auf der Brücke zurück sind. This is just the calm before the storm. Take advantage of the respite before the wretches return. At least I can send you some reinforcements. The hostiles are keeping some of my scouts caged up in the desecrated sanctum. Free the guardsmen and bring them to the control room. Super geil. Das sind, wenn ich das richtig sehe, Kadianer, aber mit den Respirator Packs von Forge World, die es gibt als Upgrade. Sehr, sehr fett. Hatte ich ja gesagt, vom ganzen Style und wie das hier so aussieht, ist das schon ziemlich nice. Auch sehr cool, dass wir jetzt Fernkämpfer gekriegt haben, wo wir jetzt voll auf Nahkampf sind. I'm entering the Sanctum of the Deck. It clearly used to be an Imperial Chapel. But the statues there are not familiar. When did this sacred fortress drift away from the light of the God Emperor? Nice, die Lasergewehr, Heinz.
ready to fight. Doesn't unlock. Okay. For the Emperor. An assault armor here. Ach hier, Alter, guck mal, wie geil die Kultisten aussehen. Sehr, sehr fett. With you as you can. Wieso erteilt der Lappen mir eigentlich Befehle? Raus mit euch. Ah, zum Glück ist hier noch die Ausrüstung. Ja, kein Problem, Jungs. Nehmt euch Knarrens und ab geht's. Auch sehr geil, ne? Die haben jetzt nicht die Helme und die Backpacks, haben halt einfach nur schnell ihre Knarren geschnappt. Also das finde ich schon echt geil gemacht. So, jetzt müssen wir die anderen noch befreien. Ich sammle einfach mal alles ein und nehme das Zeug mit. Ich wechsle nochmal aufs Greatsword, damit wir einfach ein bisschen Abwechslung haben hier. Weil das Schild schon ziemlich krass ist. Ah, das ist definitiv besser. Power Sword. Nice, war das doch wieder. Ja, Jungs, kein Problem. Wäre geil, wenn mal einer einen Flammenwerfer oder so dabei hätte. The Abhumans are banging their war drums, calling up the filth of chaos from the caverns of the ship. If you want to know what a real battle looks like, I suggest you join me as soon as you can. Alter, was will der Typ, ey? Hier bla, was ein real battle ist. Alla, ich bin Inquisitor. Ja, und sieht doch direkt viel geiler aus. Mega. Oh, Summer. Sehr geil. Reach the exit. Ja, ich wollte aber eigentlich die Space Marines sehen. Also müssen wir jetzt noch eine Mission machen, oder was? Our Augurs are starting to pick up huge waves of hostiles approaching your position. Can you hold them off on your own? Captain. A long time ago, I made an oath to protect the Imperium, with no regard for my own life. Do you want to question my dedication? So what is your plan? My faith in the Emperor will protect me from the faithless. I was also planning to blast through the Unclean with the devastating force of my weaponry. Sehr guter Plan. I'll have the transport ship ready, just in case. Auch eine geile Antwort. Ja, Inquisitor, was ist denn dein Plan? Ja, hier, ich mach die halt alle platt und mit meinen supergeilen Waffen renne ich da halt durch und mach die kaputt. Ja, okay. Läuft.
Eigentlich wollte ich ja schon längst raus sein, denn ich habe noch ein bisschen was zu tun. Aber wir müssen unbedingt jetzt so schnell bis dahin spielen, wo die Space Marines sind. So, hier sehr cool. Die haben inzwischen Helme gefunden. Und ja, ab geht's. Junge, da ist er. Welcome to the Martyr, Inquisitor. Not exactly the army I imagined, but reinforcements at last. So, you do realize now that I don't belong to your expedition. I do, and I regret the confusion. We were not expecting any guests on this emperor-forsaken wreck. And first I thought that you must belong to Klosterheim's retinue. That fool brought a whole army of busybodies and interrogators with him. You must tell me everything about this man, his expedition, and the Martyr. But first, I'll disable the teleport jammer. The cogitator that overrides the jammer is two hallways away, and the whole control deck is swarming with feral tribes. Why do you think I'm stuck in this hole? They're keeping us pinned down in here. Time to turn the tide together, Sergeant. Inquisitor, we have a problem. Now is not a good time. Sowas wie dieses Minefield, was ich, hier genau erstmal hier schön reingucken. These records are disturbing. This martyr has a mind of its own. Ein infestierter Maschinengeist. Naja, das Minenfeld, was ich zum Beispiel gerade aufgehoben habe, das kann ich nämlich jetzt hier deployen. Und ja, manchmal kriegt man auch so Türme und sowas. Und ihr seht das da unten. Jetzt kommen hier quasi ein paar Gegnerwellen, die man wegmachen muss. Und der Generator und auch Thorn dürfen nicht sterben. Well then, that was a pleasant warm-up, wasn't it? But Inquisitor, I'm sure they will drag their filthy god here to help them out. Their what? We interrogated some of these tribesmen. They are all descendants of the original crew. Anyway, during centuries of drifting through the void, one of their generations forgot about our holy emperor and found new things to worship. And what would this god be? Madness incarnated, they call it. It could be anything, if you ask me, but nothing good. Oh mein Gott, Heresie. Inquisitor, listen to me. The monastery is... I'm in the middle of something. Later! Okay, hier haben wir noch einen Tarantula-Turm und ein Minefield. Turm immer nice. Also ich meine nicht das, was wir wirklich bräuchten, aber bauen wir mal alles hier auf. Take it like a man, Guardsman. Ja, mit dem Dämonen immer, das ist schon cool gemacht. Das Spiel übrigens, es läuft jetzt schnell, damit meine ich nicht die Performance vom PC, sondern am Anfang, als das rauskam, lief das unheimlich langsam. Also zwar eventuell realistischer, also weil zum Beispiel, ich meine, wenn ihr mal Diablo 2 gezockt habt, das ist ja völlig abgedreht, da metzelt man sich ja nur so durch. Und im Prinzip zieht man ja nur Leute zusammen und macht sie dann alle weg. Und das alles in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, sodass man nichts sehen kann. Also ich meine, kein Mensch guckt da irgendwie auf Lebensanzeige oben oder wie das Monster heißt oder sonst was. Das ist hier wesentlich geiler, weil es ein bisschen langsamer ist. Das war nur Stormwatcher. Das war nur am Anfang noch viel, viel langsamer und dadurch sehr träge zu spielen. Und, also das hat sich echt gezogen. Sah zwar cool aus, aber es hat, sehr geil, hier geheimer Space Marine. Nee, aber das hat halt,
hier dann schon sehr ein, ja, wie soll ich sagen, hier Downstone gebremst, so, ne? Also die Missionen haben dann einfach super lang gedauert, weil die Schwünge, also zum Beispiel so hier, bam, mit dem Schild, das ging jetzt relativ fix. Das war einfach so super lahm. Und, ja, das ist jetzt auf jeden Fall wesentlich geiler schon. Auch so wie die Leute hier stehen, das ist schon alles ganz cool. Also, das war, meine ich, am Anfang auch ein bisschen beschissener. Jawohl, kommt her, Nerdling Horn. Sehr schön, alle kämpfen hier tapfer. Ihr habt das ja von der Story vielleicht gehört. Das waren quasi alles mal hier Leute, die, also es war ja alles Besatzung. Ich meine, auf diesen riesen Schiffen, so wie das ja hier auch eins ist, gibt es ja zehntausende Mann-Besatzung. Wenn nicht noch mehr, da gibt es ja teilweise Schiffe, die ja irgendwie, weiß ich nicht, da sind dann auch 100.000, kein Problem, dass alleine unten schon zehntausende Sklaven irgendwie Plasma-Generatoren bedienen müssen. Und, ja, na komm, mach die weg. So. Und deswegen, also das alles hier sind quasi Nachkommen oder teilweise noch Originalteile der Crew. Und ihr habt das ja gerade gehört, über die Jahrhunderte, die irgendwie hier im Warp verschollen waren, haben die irgendwann den Imperator vergessen und sich eine neue abscheuliche Gottheit gesucht. Scheiß Heretiker. Alle weggemacht werden. So. Jetzt haben wir hier ordentlich verteidigt. Two-faced hypocrite. I have already lost a battle brother because of him, and then he left me down here to die. But now, move! Don't linger, come back! Los, Marine, bam, mit der Boltpistole. Genau, ihr macht, was Imps immer machen, halt alle vor die Wand schießen, sehr nice. Ja, Mann. Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! Na, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also, hier kann man jetzt nicht mehr einfach nur so rein. Ihr seht's vielleicht. Aber wir haben fast, jawohl. Da haben wir. Inquisitor, what's happening down there? Are you all right? I'm great. I've just killed a hell brute, a twisted mockery of a space marine. Praise the Emperor. I also have an Imperial space marine with grievous wounds, and I want to bring him aboard our ship. Inquisitor, listen to me. The monastery has turned on the warp drives and is ready to leave the star system. Disable the jammer now. Okay, also, Great X, mega. Gucken wir uns mal eben einmal an. Also ich meine, klar, eigentlich läuft ja hier Zeit und so. Der eine Typ da ist verwundet und sowas. Aber wir müssen einmal eben hier diese fette Axt ausrüsten. Krass. Ja, nice. Echt nicht schlecht. Okay, ja, das machen wir hier eben noch. I've disabled the teleport jammer. At least I hope so. Inquisitor, you must teleport back before the ship leaves. We don't know where it's headed, and worse, the Jella shields are probably compromised. Warp travel will kill you. Hurry up, you don't want to get stranded over there. Zack, werden wir raus teleportiert.
Mater. Wenn ihr seht, mein Inquisitionsschiff, also das ist ja eigentlich ein annektiertes Rogue Trader Schiff, aber ist die Mater doch schon eine Ecke größer. Are you all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What is happening to the Mater? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is a derelict, Captain. Which seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Mater is a mystery, but it is very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see. Das ist der Skulltaker, glaube ich. Ich meine, den hat man sogar auch als Gegner irgendwann hier. Inquisitor, my astropath has sent your audio log to the Caligari Conclave, as you requested. Let me guess. Another local warp surge manifestation swallowed the message whole. No, actually. We have received an official follow-up on your report. That must be a mistake. It's the Imperial bureaucracy. I wasn't expecting to hear from them for a few standard years. I have no idea what we found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your discovery has greatly intrigued the Conclave. You have found a ghost of the past, Inquisitor. The Mater had strong ties to the Inquisition, and as such, it is very important to us. We all thought that the Fortress Monastery had been destroyed, with the exception of Lord Inquisitor Klosterheim. He dedicated his life to finding the Mater, only to disappear without a trace. And now, you have proof of both the existence of the Mater and the whereabouts of Lord Klosterheim. We want answers. Continue this investigation. Evaluate the data. Gather new clues and find the Mater. Hopefully with Lord Klosterheim on board so he can explain his disappearance. We must remind you that this investigation requires absolute secrecy, and it will be your task, and your task alone. Tja. Our task is to find a ghost ship in the vast expanses of the Imperium. How hard could it be? The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the Mater somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic material of the Adeptus Astartes. We need a Magos Biologus specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magus Biologus there. Ja, und jetzt ist man im Prinzip durch die Tutorials durch und man ist hier in das erste Mal auf der Brücke. Ihr habt es beim letzten Mal gesehen mit dem Mechanikus-Typen, da war hier schon alles vollständig. Das heißt, der Marine stand schon hier für PvP-Kampf. Who are you, Thorn? You and your mysterious jetzt ist er hier gerade noch in Stasis. Die Biologis-Frau, die hier steht, die unser Stimpak, nee, nicht Stimpak, wie heißt das Ding hier, den Oculator modifizieren kann, ist noch nicht da. Und der Typ, wo man hinterher craften kann, also hier der Tech-Priest, den gibt es auch noch nicht. Die muss man jetzt quasi alle erst nach und nach aufbauen. Also man muss die jetzt suchen und ja, okay, was haben wir hier? Habe ich den? Keine Ahnung. Um...
Kann ich die irgendwie anwählen? Gute Frage. Ich denke schon. Okay, ja, man muss diesen DLC durchspielen, um das hier zu unlocken. Okay. Aber ist ja geil. Okay, das kannte ich noch gar nicht. Also, dass man hier quasi geil Inquisitionsfußabdrücke. Sehr schön. Command Bridge Decorations. Ja, sowas ist ja heutzutage immer in Spielen, dass man hier Kohle für irgendwas ausgeben kann, ne? Sehr nice. Nein, ich will das nicht kaufen. Naja. Ja, auf jeden Fall. Alter, aber sie hier, lass mich hier weg. So. Auf jeden Fall war das jetzt quasi der Tutorial Walkthrough, sag ich mal, diesmal mit dem Crusader hier. Ich werde jetzt hier keine Sachen verteilen oder sonst was, denn eigentlich ist ja auch nicht der Plan, hier wirklich durchzuzocken oder so. Und ja, ihr habt auf jeden Fall mal einen Einblick gekriegt in eine andere Klasse nochmal hier für dieses Spiel. Und wie ich ja schon sagte, das hier ist quasi das, das Grundspiel, nicht die Erweiterung. So dass man da quasi erstmal die ganze normale Mission und Sachen spielt. Ich meine, das kann man ab einem gewissen Punkt auch überspringen, weil ich nämlich hier, wenn ich auf die Star-Map gehe, nicht unbedingt zwangsweise dahin fliegen muss, wo die mir das sagen. Also ich habe jetzt ja hier unterschiedliche Systeme, wo ich eigentlich normalerweise auch hinspringen kann. Okay, aber im Moment scheint es noch nicht zu gehen. Genau, da war jetzt Merciful Agony. Das heißt, ich kann im Moment halt nur das machen, was ich halt machen kann. This is Meta-Surgeon Agrippa 723 Theta speaking. Ja, okay, und auch nur Continue. Okay, also hier kann ich jetzt noch nichts machen, weil ich da jetzt quasi so eine Anfrage stelle wegen dem Biologis und bla bla bla. Da hängt dann auch noch ein Story-Strang dran. Ja, aber alles das, wie gesagt, ist nichts für heute, sondern vielleicht für irgendwann mal. Oder ihr kauft euch dieses Spiel einfach und zockt das mal durch. Weil, wie ich schon mal sagte, die Story ist gar nicht mal kacke, also ich finde sie sogar eigentlich ziemlich geil. Und selbst wenn man jetzt nicht diese Diablo-Nummer da macht und irgendwie wie blöd da durchrennt und Tekken Slay Rifts irgendeine Scheiße fabriziert, dann ist es trotzdem schon ziemlich nice und ziemlich viel. Also alleine der Inhalt kampagnenmäßig, sich so ein bisschen Gear zu farmen, so für Spaß, da ist man schon ein bisschen mit beschäftigt. Okay, ich sage auf jeden Fall an der Stelle mal wieder Dank fürs Zusehen und möge das Licht des Imperators über euch scheinen und so weiter. Also, bis denn. Tschö.